herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Sorry auf jeden Fall, dass nicht jeden Tag ein Video oder Livestream kommt. Ich dachte, dass ich im Dezember mehr durchziehen werde. Ich werde jetzt aber trotzdem irgendwie versuchen, mehr durchzuziehen. Ich werde mehr Videos vorproduzieren, werde es auch dann schaffen, hoffentlich. So, ich habe hier, wie ihr seht, ganz kurz reingeskippt. Es ist ein cooles Video. Ihr seht auch generell, wie viele Videos ich ja von Haptic ab und zu noch anschaue. Cold War Videos haben mich ein bisschen mehr interessiert, deswegen habe ich da auch angeschaut was. Zum Beispiel das Nukedown Video hier habe ich mir angeschaut oder sowas. Oder Cold War bei der PlayStation 5, und das Video habe ich kurz reingeskippt und finde es ein sehr gutes Video, und ich will dazu auch öfters, ich will da auf jeden Fall was dazu sagen, und deswegen fangen wir direkt an. Er redet halt ganz kurz, wie gesagt, ich weiß ja schon ein bisschen, was darin vorgeht. Er redet einfach darum, dass er halt ja Verträge bekommt. Er hat halt Verträge von Activision anscheinend, das weiß man ja, oder generell reden wir einfach von Call of Duty, dass ihr das leichter verstehen könnt. Und ja, da gab es halt Leute auf Twitter, die geschrieben haben, du redest jetzt Cold War noch gut, weil du ja Verträge hast, dass du dann Geld von ihnen bekommst, und er hat jetzt halt dann ja die COD-Partnerschaft anscheinend gekündigt und kriegt dann halt auch keinen Creator-Code und kriegt dann auch kein Geld mehr. Hätte ich nicht so gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auf die Meinung anderer, ja, Digga, wäre mir egal gewesen, muss ich sagen. Ist ja neu, klar, auch eine Minderheit davon, aber ich kann auch, also die Minderheit kann ich trotzdem auch ein bisschen verstehen, und da, das werde ich aber dann in dem Video sagen. Ja, und ja, let's go. Bei Haptic Rush, aber es ist einfach nur lächerlich, wie er versucht, alles in Cold War gut zu reden. Man merkt den Creator Code und den damit einhergehenden Vertrag. Nur Positives, keine richtige Kritik mehr. Ich mag dich ja, aber ich verstehe nicht, wieso du auf Krampf versuchst, diesen Multiplayer gut zu reden. Man merkt, dass du von Call of Duty gekauft wurden bist. Und als ich gepostet habe, dass mir Cold War gefällt. Und ohne Vertrag mit COD? Hä, welcher Vertrag, Digga? Naja, seitdem er jetzt Partner ist, ist er kaum noch kritisch. War mal anders. Red es halt noch mehr gut. Hätte er das auch so gesagt, wenn er keinen Vertrag mit Activision hätte? Lehnt euch zurück. Gönnt euch, Haptic Rush ist wieder hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir, was etwas ernster ist. Ich habe meine Partnerschaft mit Call of Duty gekündigt und ich habe meinen Creator Code abgegeben. Er ist vielleicht noch gerade nutzbar im Store. Ich bitte euch, bitte ihn nicht zu nutzen, falls er nutzbar sein sollte. Das muss erstmal ins System eingespeist werden, dann könnt ihr ihn auch nicht mehr benutzen. Wisst ihr, es ist für mich als jemand, der, keine Ahnung, über ein Jahrzehnt Call of Duty spielt und fast 9 Jahre Call of Duty auf YouTube bringt, die höchste Anerkennung gewesen, verpartnert zu werden mit COD, was eigentlich nur heißt, dass ich einen Creator Code habe. Mehr war es nicht. Ich war einer von zwei, der ihn bekommen hat, und das war wirklich eine riesen... Wer war das eigentlich? War das Monster Adoption? Eine Ehre für mich, und es war super wichtig, aber es ist mir noch wichtiger, dass ich ernst genommen werde und dass meine Meinung immer von allen Zuschauern ein gewisses Gewicht bekommt, dass das, was ich sage, auch ernst genommen wird und nicht leere Hülsen sind, wie man es leider zu oft auf YouTube sieht. Und als sich diese Kommentare hier gehäuft haben, natürlich ist es die Minderheit, ich weiß, aber dass darauf überhaupt Likes sind und da ich das so oft lese, ist für mich schon zu viel. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie Angst vor irgendwas habe oder so. Es ist einfach, ich habe einfach keine Lust, ich habe keine Kraft auf so einen Kindergarten. Und ich habe das schon auf Twitter gepostet und ich... Ich muss ehrlich sagen, Twitter, diese Plattform, habe ich mir auch letztens mal runtergeladen, weil ich das ziemlich cool fand. Die haben da angesprochen, das gibt es Matchmaking und so weiter, die haben das halt schon tot geredet, das ganze Spiel und so. Und ich muss wirklich sagen, Twitter ist überall, was man sieht, nur negative Stimmung und so. Alle haten irgendwas oder schreiben irgendwelche Scheiße rein. Also ich bin nie in Twitter mehr drin oder so. Ich schaue da vielleicht mal rein, wenn da, also ich folge da zum Beispiel Activision oder so, wenn die irgendwas Neues rausbringen würden oder irgendwelche Creator Studios, aber ich folge auf keinen, also ich folge da eigentlich keiner Person so richtig. Ich meine, ich folge Personen, ja, aber ich schaue mir von denen nicht, einfach nichts an. Ja, und Twitter interessiert mich auch wirklich nicht, und ich würde euch auch, muss ich ehrlich sagen, nicht empfehlen, ja, Twitter runterzuladen, weil das ist da wirklich, da ist nur negative Vibes hinter drin. Und ich möchte jetzt kurz dazu sagen, warum die Leute das auch geschrieben haben. Ich verstehe die Leute ein bisschen nur. Also nicht, manche Leute haben übertrieben und so, aber Haptic, falls du das Video siehst, das wirst du wahrscheinlich nicht sehen, aber falls du das siehst, die Leute haben das einfach so deshalb so gemacht, weil du halt am Anfang sehr, sehr kritisch warst. Du hast sehr, sehr kritisch Cold War, ja, warst sehr kritisch von dem Spiel, du hast sehr, sehr viel kritisch gesehen, etwas, die ganzen Maps und alles eigentlich war scheiße in dem Spiel, hast du halt am Anfang so gesagt. Und dann einfach so, ja, in den letzten paar Videos habe ich auch, wie gesagt, ein paar angeschaut. Ja, ist halt null rübergekommen, dass sich das Game irgendwie nervt, sondern dass du das nur geil findest und so. Und deshalb haben die Leute da das wahrscheinlich auch reingeschrieben. Wie gesagt, das ist meine Meinung, deswegen denke ich das. Weil ich und meine Freunde, muss ich ehrlich sagen, haben auch schon drüber geredet, dass du viele CODs gut redest,
wegen Verträge, aber wahrscheinlich hast du einfach nur Spaß an dem Spiel und ja. Ich meine, erstens mal, wenn ich du wäre, mir würden die anderen eher nicht so interessieren, weil es wirklich wahrscheinlich nur eine kleine Minderheit ist. Ich würde es einfach ignorieren und fertig. Und wenn das du jetzt das gekündigt hast, ich meine, ich weiß nicht, ob das was beweist, aber ja. Ich weiß, wie die meisten von euch reagieren werden. Ich lese hier mal ein paar Sachen vor. Ich kenne eure Reaktion schon. Ich sag dazu jetzt was. Digga, als ob du ernsthaft auf die Leute hörst, die behaupten, COD bezahlt für dich. Schade, bist mit einer der einzigen, der es verdient hat, den Creator Code zu haben. Gibt im Internet einfach so viele Nichtgönner und viele Leute, die einfach so viel Scheiße labern. Lass dir doch von den Leuten nichts sagen und mach einfach dein Ding. Ignoriere doch die ganzen kleinen Vollidioten, die keine Ahnung vom Leben haben. Sind doch nur unzufrieden mit sich selbst. Steh zu deiner Meinung, Punkt aus Ende. Finde den Gedanken dahinter zwar gut, aber es wird halt absolut nichts ändern. Diese Deppen finden immer einen neuen Grund, egal wie schwachsinnig der ist. Traurig, dass man heutzutage in Deutschland so reagiert. Muss. Wirklich schade. Dabei bist und bleibst du das Gesicht von COD und Deutschland. Und gerade der vorletzte Kommentar beschreibt eigentlich dieses Bild hier perfekt. Viele kennen diese Illustration. Egal, was dieses Paar mit dem Esel macht. Ja, meins. Klang komisch. Es wird immer kritisiert. Beide sitzen auf dem Esel. Der arme Esel. Die Frau ist neben dem Esel. Was für ein Typ. Der lässt seine Frau neben dem Esel laufen. Die Frau ist auf dem Esel. Was ist das für ein Mann. Der lässt sich unterdrücken. Und beide sind neben dem Esel. Wie dumm. Die haben einen Esel und laufen beide. Und versteht mich nicht falsch. Ich weiß das. Ich weiß, dass egal, was ich mache, ich trotzdem Vollidioten bei mir haben werde, wie jeder andere, der in der Öffentlichkeit steht auch, und man muss damit umgehen, ich weiß. Leute, die einen immer unnötig haten werden, unwissend, dass die Wurzel des eigentlichen Problems in ihnen selbst liegt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das jetzt auf das zu beziehen, dass jemand sagt, dass Haptik jetzt ja, bezahlt wurde, das würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein schwaches Argument, dass der Fehler in sich selbst liegt, weil das ist ja ihr subjektives Empfinden. Dass du das so, dass du COD gut redest, das ist ja subjektives Empfinden und ich würde nicht sagen, dass ich ein Problem mit mir selber habe und das dann sagen muss und nee, das glaube ich eher weniger, aber ja. Aber warum ich diesmal den Code abgeben wollte, ist ganz einfach. Ich konnte diesmal nicht beweisen, dass sie Unrecht haben. Schau mal, der Code gilt nur für den Modern Warfare Shop. Es hat nicht mal was mit Cold War zu tun. Ich kann in Cold War nichts verdienen. Es ist auch kein Vertrag, der mir vorschreibt. Warte mal. Es gibt einen Modern Warfare Code, also generell einen Creator Code für Call of Duty, das habe ich gar nicht wie ich ein gewusst. COD zu sehen habe, wie es öffentlich da Erstmal anfangen, Kapi, zu stellen habe. Der Vertrag sagt einfach nur, hey, du kriegst eine Umsatzbeteiligung, wenn jemand in MW was kauft und vorher deinen Code im Shop eingegeben hat. Wenn du es viel bewirbst, werden mehr Leute deinen Code eingeben, du wirst mehr verdienen. Wenn du es nicht bewirbst, ja, dann bewirbst du es halt nicht. Juckt Hat er aber nie uns gemacht, nicht. Mehr glaube stand in diesem Vertrag nicht. Da steht nichts von, wenn du das annimmst und das Geld haben willst, dann darfst du die Meinung nicht haben und die Meinung nicht haben. Und es gilt nur für den MW-Shop. Und das hat ja mit Cold War nichts zu tun, aber es ist egal. Es ist trotzdem egal. Ich konnte nicht beweisen, dass ich dieses Mal positiv über COD rede, was ja relativ selten passiert, dass ich so komplett positiv eingestellt bin. Dazu komme ich gleich. Ohne dass es von dem Aber er war nicht so positiv eingestellt am Anfang, oder? Code abhängt. Ich konnte in der Vergangenheit. Wie gesagt, ich habe so viele Videos von ihm angeschaut, deswegen. Alles beweisen. Jemand hat gesagt, du lobst COD viel zu viel, die machen so viel Scheiße. Dann konnte ich ihm 15 Videos zeigen, wo ich genau das Gegenteil sage. Wenn aber jemand sagt, immer nur rumheulen, warum spielst du das Spiel überhaupt, dann hätte ich ihm 200 Stellen zeigen können, wo ich ihm sage, hey, ich liebe das Spiel so sehr, dass ich spielen will, aber es gibt so viele Dinge, die ich noch kritisiere und ich kritisiere sie nur, weil ich das Spiel so sehr spielen möchte, weil wenn es mir komplett. Das Ding ist, viele von euch geht es so wie ihm wahrscheinlich, dass sie das Spiel weiter spielen, weil sie es geil finden. Meine Community eher weniger, muss man sagen, aber viele andere. Und also ich spiele COD jetzt auch schon seit eigentlich Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, so Modern Warfare 3 habe ich so. Also Modern Warfare 2 habe ich so richtig angefangen zum Spielen, Nukes ja auch circa. Mir hat es halt keine Motivation gegeben, das Spiel zu spielen. Viele Faktoren haben spielen eine Rolle. Natürlich, Skill-Based-Matching ist die größte. Und ja, wie gesagt, das Game ist rausgekommen an einem Freitag. Viele Leute sind in meinen Livestream reingekommen und haben gefragt, Digga, warum zockst du nicht Cold War und so? Ich habe mir so gedacht, Digga, wann kommt das überhaupt raus? Keine Ahnung. Und dann war es halt schon draußen und ja, ich war halt auch nur gehypt auf das Spiel so. Und ich muss wirklich sagen, wie gesagt, wenn nächstes Jahr, in den nächsten 2 Jahren so kein, also so weitere so schlechte Call of Dutys rauskommen, vor allem mit Skill-Based Matchmaking, ja, dann werde ich Call of Duty, glaube ich, nie wieder spielen. Jetzt muss ich gerade sagen, jetzt zur Zeit bin ich in so einer Phase, wo ich extrem viel FIFA spiele. Natürlich, wir wissen alle oder viele von euch, dass FIFA auch Abzocke ist, von den Packs und so her. Aber mir macht FIFA einfach gerade viel mehr Spaß, ja, wie Call of Duty. Das ist einfach so, wenn man Call of Duty einfach gerade nicht spielen kann. Ich habe ja einen Reverse Boost Account of Cold War und das macht mir auch Spaß. Aber man kann nicht Sachen leveln. Du kannst nicht Sachen auf Gold spielen, auch nicht auf Diamant, nicht auf Dark Matter oder so. Du kannst da nichts machen. Du kannst halt nur eine Runde reingehen, darf nuklear gehen, das war's.
Und du hast natürlich mehr Spaß, weil du halt mehr Kills machst und du stehst einfach gut, aber auf Langzeitmotivation bockt das auch nicht. Egal wäre, dann würde ich es auch nicht kritisieren, dann wäre es mir egal, dann würde ich es einfach skippen. Dann sagen Leute, ja, warum skippst du es nicht, weil du kritisierst so viel. Dann sage ich, hey, ich habe mehrere CODs geskippt, ich habe AW geskippt, ich habe IW geskippt. Versteht ihr? Immer wenn jemand mir was vorgeworfen. Wenn er das skippt, dann muss er Warzone bringen oder Modern Warfare. Und das juckt jetzt fast auch keinen mehr. Und wenn er das nicht bringt, dann muss er Black Ops 3 oder Black Ops 4 bringen. Bei ihm ist es aber so, glaube ich, bei Haptic oder Black Ops 1 oder Black Ops 3, bei ihm ist es, glaube ich, sogar so, er könnte theoretisch, also viele Leute denken so, er muss es COD bringen, weil er Content Creator ist. Aber ich glaube, bei Haptic, er ist einer der einzigen Creator, er könnte sogar mit Black Ops 3 oder so genauso viele Aufrufe und genauso viel Aufmerksamkeit noch bekommen, denke ich. Ja, weil er einfach ja, der Größte so gesehen ist und jeder, also viele schauen seine Videos halt. Und wie gesagt, ich glaube, er könnte auch mit älteren CODs genauso viel Aufrufe und sein Geld verdienen und muss nicht unbedingt jetzt das neueste COD spielen. Es ist trotzdem gut für einen Content Creator, ein neues COD zu spielen. Geworfen hat, dann musste man mein Wort nicht vertrauen. Das ist wie ein Geschichtsbuch. Man schaut einfach in die Vergangenheit, exakt dokumentiert auf Datum, Videostelle, Black Ops 10. Uhrzeit. Und man zeigt einfach die Videostellen und man konnte mit Taten und nicht mit Worten. Und das ist ganz wichtig, weil dann kann man nicht widersprechen, konnte Das man war sagen. das müsste, glaube ich, sogar die Beta gewesen sein, weil da war die MX9 die beste Waffe in der Beta in Black Ops Du 4. liegst falsch. Das konnte Und ich jetzt das war jetzt gerade Modern Warfare nicht. Remastered, Wie glaube soll ich. ich es jetzt zeigen? Und das hat mich irgendwo gestört. Und deshalb dachte ich mir, Digga, das Geld natürlich ist ganz nice, weil dafür muss man nichts machen, außer COD spielen, wie man es eh schon gemacht hat. Und die Leute kaufen dann mit deinem Code. Aber Leute, ich kann mich nicht beschweren, mir geht's gut und ich bin auf diesen Code auch nicht angewiesen. Und deshalb ist der Grund auch überhaupt nicht wichtig. Ich weiß, die Mehrheit glaubt mir auch, wenn ich dann sage, hey, der Code hat gar keinen Einfluss auf meine Meinung über ein Call of Duty. Ich weiß es. Ich weiß, dass es wirklich eine Minderheit ist. Und ich weiß, es sind Vollidioten, die von der Mehrheit als Vollidioten gesehen werden. Es gibt aber auch zwischendrin Leute, die vielleicht auch skeptisch werden. Es gibt auch Leute, die keine Vollidioten sind und einfach denken, ja, er hat viel kritisiert und jetzt auf einmal lobt der Cold War. Das bin ich. Was sagst du So, man dazu? könnte ja die Connection im Kopf schlagen, ich verstehe das. Die meisten würden mir trotzdem glauben, die würden meinem Wort glauben, aber ich will nicht, dass man mir glaubt, dem, was ich sage, sondern ich alles mit Taten beweisen kann. Dass Okay, also genau das, was ich davor gesagt habe, sage ich halt genau ich jetzt. nicht überzeugen muss, Kann ich sondern das einfach eigentlich zeige, schau rausschneiden, was mal, ich gesagt ist nicht so. Und das konnte ich nicht. Wie soll ich es beweisen, außer mit, hey, dann nehme ich den Code halt nicht. So, wenn ihr mir nicht glaubt, dann gebe ich den Code weg. Ich bin kein COD-Partner und ich werde weiter positiv über Cold War reden. Und dann frage ich die Leute, was sagt ihr dann? Was sagt ihr jetzt? Ja, das erinnert mich an den einen Kommentar. Da hat jemand halt gepostet, wie er die Synchro in dem einen Video übel lustig fand. Und selbst dann hat jemand geschrieben, geil, um auf 10 Minuten zu strecken. Ich habe. Oh, okay, ich glaube, das weiß nicht jeder Content Creator und Haptic, du kannst es auch nicht den übel nehmen, den Typen, aber nur für die Leute, was sie nicht checken, du musst seit ein paar Monaten brauchst du nur mehr ein Video auf 8 Minuten schalten, kannst genauso auf Werbung schalten. Also. Ich habe eine Videostelle genommen, die so viel Arbeit gekostet hat. Man musste das Skript schreiben, man musste die Synchros sprechen, man musste. Und man muss sozusagen Haptic macht in seinen Videos, glaube ich, nicht viel Werbung, wenn er macht. In einem 10-Minuten-Video höchstens 3 Werbungen, glaube ich, Die höchstens. Videos cutten, man Und muss das es ist nicht übereinanderlegen, man viel. muss es Seine abstimmen. Videos heftig geschnitten Die immer. Audio. Und er sagt, ich habe es nur gemacht, um auf 10 Minuten zu strecken. Und dann kommt jemand und schreibt, ja, weil 8 Minuten nicht reichen. Für alle, die es nicht wissen, ist es schon seit Monaten so, dass man, also die meisten wissen es eigentlich, dass man nicht mit 10 Minuten, sondern 8 Minuten hitten muss, um so oft man möchte, Werbung zu schalten innerhalb des Naja, Videos. so Und oft die man Videostelle möchte. ging 1 Minute. So. Das heißt, ohne die Videostelle wäre ich bei 9 Minuten und ich hätte Werbung schalten können. Und er sagt, ich habe es nur gemacht, um auf 10 zu strecken. Ich will euch damit nur sagen, Leute, es ist unfassbar, wie Leute an Ad Aber da darf er auch nicht wirklich auf jedes Kommentar eingehen. Wenn ich auf jedes Kommentar eingehe, Digga, dann Digga, würde ich auch dauerhaft ein Video machen, so, ne? Man darf nicht auf jedes Kommentar eingehen. Ich glaube, ihn belastet das schon ein bisschen, aber er darf nicht auf jedes was Kommentar man macht, eingehen. was Negatives findet. Ich habe mehr Content gebracht und kein Schmutz-Content, sondern ich habe wirklich mir Mühe gegeben in einer Szene, die so viele Leute gefeiert haben. Und selbst dann findet jemand noch was Negatives, Das Video was war überhaupt nicht anders, stimmt. Und er wird interessiert. so ausgehebelt, dass er in ein anderes Universum geflogen ist damit. Aber das ist so unfassbar. Ich will euch nur einmal meine Perspektive zeigen als YouTuber, wie schwer es auch ist, mit solchen dummen Kommentaren umzugehen. Und es mag vielleicht klein wirken, aber wenn man das fast ein Jahrzehnt macht und seit einem Jahrzehnt solche Jahrzehnt. Kommentare liest, dann kann man noch so stark sein. Und ich würde sagen, ich bin in dem Punkt ein starker Charakter, dass ich das gut abkann. Irgendwann
muss man dazu was sagen. Irgendwann brodelt es aus jedem raus. Und das ist keine Beschwerde. Ich beschwere mich auf gar keinen Fall. Ich bin YouTuber, ich habe mir das ausgesucht, also muss ich damit auch umgehen. Ich werde jetzt nicht versuchen, diese Leute zu ändern, sondern ich muss an mir arbeiten, dass ich damit umgehen kann. Und das kann ich relativ gut, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Und jetzt unabhängig von allem, ich habe Spaß an Cold War. Und ich weiß, es hat Probleme. Und ich weiß, das größte Problem ist auch Skill-Based Matchmaking. Und nein, ich habe es nicht beiseite geschoben. Ich habe im Gegenteil jetzt mehrere Male erwähnt, dass ich noch mehr spielen möchte und dann ein richtig dediziertes Video dazu machen. Und ich habe Spaß daran, trotz aller Probleme. Es gibt vieles, was mich abfuckt, aber ich habe, wenn ich ausmache, eine Minute später Lust, wieder zurückzukommen und zu zocken. Ich habe nicht dieses Gefühl. Es kommt einfach aus mir raus. Ich kann es nicht und ich will es auch nicht erklären, aber noch wichtiger, ich habe so Spaß, Videos zu machen. Ich liebe es, Videos in Cold War zu machen. Und Leute interpretieren sofort irgendeine Scheiße daraus. Und dann habe ich das gepostet. Ich habe gesagt, vom Spaßfaktor her, nicht das Spiel an sich, aber der Spaßfaktor her ist bei mir 9 von 10. Dann kommt jemand... Es ist heftig, wie es unterschiedlich ist, okay? Also ich muss sagen, bei mir ist ein Spaßfaktor in COD 9 von 10 ist halt bei mir, ja, ich bin so ein Typ, der will halt einfach auf Nukleares gehen. Wenn ich eine Nuklear mache in Cold War, sagen wir mal mit meinen Boys, so eine 6-5-Mann-Party, wenn wir da einen Nuke machen, so wie in BO4, die alten BO4-Zeiten immer online gekommen sind jeden Tag und dann einfach nur 7, 6, 8 Stunden gezockt haben, dann einfach auf Nukes gegangen sind. Ich habe, wie gesagt, mit Black Ops 4 fast mit jeder Waffe einen Nuke und ich habe immer mit unterschiedlichen Waffen einen Nuke gemacht und so. Das macht mir Spaß und mir macht es leider wirklich in Call of Duty keinen Spaß. Ja, wenn ich halt Liga spielen muss im Public, das macht mir wirklich keinen Spaß, vor allem ich und Nukes. Ich glaube, wir sind auch ziemlich gute Spieler. Wir hatten auch zum Beispiel und bei unseren Hauptaccounts hatten wir eine 3er, 4er KD den letzten 5 Games bei Cold War. Und das ist richtig heftig, eine 3er, 4er KD oder ich glaube eine 3, 5er hatten wir in den letzten 5 Games bei Cold War. Und eine 3,5er KD zu halten in Cold War schafft man auch nur durch Up-Aimen und so weiter und man darf nicht pushen und so. Und eine 3,5er KD, Digga, da bekommst du solche Sweater in einer Lobby, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das macht null Spaß und deshalb reverse booste ich und hab so wenigstens ein bisschen Du sagst noch mehr bei Activision? Übrigens hat ein Kumpel von ihm dann bei dem Beitrag, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Code mehr markiert und gefragt nach seiner Meinung. Er hat einen Tag später nicht geantwortet, obwohl er zwischendrin andere Sachen beantwortet hat. Also ich habe auch allgemein überhaupt niemanden gesehen von den Leuten. Ich habe ja alles gescreenshottet für die Videos. Ich habe extra darauf geachtet, bei dem Post, wo ich gesagt habe, ich gebe den Code ab, was geschrieben haben. So. Alle sind wahrscheinlich entführt worden oder so. Oder sind gerade auf Klo für so Tage. Und ohne Vertrag mit COD? Das ist eine Lüge. Und das weißt du auch. Du Huso, was für 9 von 10. Nicht einmal Liga haben sie hinbekommen. Das ist der größte Idiot, den habe ich auch retweetet. Der ist voller Wut. Man merkt, dass er voller Wut ist. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Wurzel des Problems liegt bei solchen Menschen woanders. Und das Geile ist, wie die Korrekten, die Mehrzahl, der Großteil von uns sofort einspringen und ihn auseinandernehmen. Mit solchen Kommentaren, wo ich mir denke, ja, es ist, lest ihn euch durch. Ja, recht. Oder dieser Kommentar hier. So, ich habe wirklich in den letzten CODs bewusst gesagt, bestellt es nicht vor, wartet ab, schaut euch andere YouTuber an, lasst euch Zeit, schaut bei Freunden, die es sich vielleicht trotzdem gekauft haben. Er spricht jetzt gerade an, für die Leute, die Cold War haben oder nicht Cold War haben, ihr könnt jetzt eigentlich einfach nur sharen. Das heißt, ihr glaubt, ihr wisst, wie sharen funktioniert. Wenn ein Kumpel Cold War hat, müsst ihr nicht Cold War selber kaufen, sondern könnt es sharen. Könnt es dann einfach runterladen auf euren Account und habt dann Cold War. Und entscheidet dann erst, ob ihr es wollt. Und dann kommentiert er noch mit anderen und schlägt sich rum und will wirklich, obwohl er so ausgehebelt wurde, sich krampfhaft zu verteidigen. Und ich bin dann mal auf seinen Account gegangen, um zu gucken, wem er so folgt, was er so gut findet. Und es waren nur Sexbot-Seiten und Pornodarsteller-Seiten oder keine Ahnung, Seiten, die... Also, ich glaube, ich weiß, wo dein Problem liegt, Digga. Ich glaube, du musst einfach mal wieder... Wenn mir ein COD gefällt und Leute, die meisten von euch lieben es doch, dass ich nach so viel Kritik endlich mal Spaß finde in COD. Ich hab's mir auch irgendwo verdient, Mann. Wenn ich wieder Raid sehe und so, und da kommen auch wieder Leute und sagen, warum recycelt man Maps? Ihr könnt nichts alleine mehr machen. Seid doch einfach zufrieden, Raid ist eine God-Map und wenn... Ich finde es schlimm, wenn neue Map, also wenn die alten Maps wiederkommen oder generell, wenn jetzt Black Ops 2 Remastered kommt, finde ich es nicht schlimm. Ich meine, es wird nie so wie in den alten Zeiten werden, das ist klar, aber ich finde es nicht schlimm. Ich wollte gerade so sagen, ich bin gerade lost. Ich finde den COD. Ich habe es mir auch irgendwo verdient, Mann. Achso, weil er wieder Spaß gefunden hat in COD, ja, da freue ich mich natürlich extrem, dass er Spaß hat. Ich würde auch gerne Spaß haben in Cold War, muss ich ehrlich sagen, aber habe ich nicht. Ich freue mich wirklich für Leute, die Spaß haben. Fokus, du hast auch Spaß in Cold War.
Ich freue mich auch ein bisschen für dich, muss ich sagen, dass du Spaß hast. Du zockst es ja auch heftig, habe ich gesehen. Mann. Wenn ich wieder Raid sehe und da kommen auch wieder Leute und sagen, warum Reach COD ist, dann ich begrüße es, wenn sie in jedem COD wäre. Kommen ja auch noch eigene Maps dazu. Es kommen ja noch mehr 6 gegen 6 Maps dazu und Raid extra. Maps sind dann kann ich mich nicht beschweren. So. Ja. Jede Map, die extra kommt, so warum? Warum soll man sich noch aufregen? Und ich laber keine Ahnung wie lange. Ich wollte es eigentlich nicht lang halten. Und wenn es lang geworden ist, tut es mir leid. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Was dann wirklich nur darum geht, Spaß zu haben. Das nächste Video wird, glaube ich, sehr überraschend, wenn es das ist, wovon ich ausgehe. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Out. Ja, gutes Video. Hat sich da gut geäußert, muss ich sagen. 10 Minuten gestreckt, würden Hater sagen. Kappa. Nee, Spaß. War wirklich ein gutes Video, ja. Ich glaube, ich habe meine Meinung schon gesagt. Ich werde nicht mehr viel sagen. Ich sage einfach dazu, zockt einfach das, worauf ihr Bock habt. Da meine ich jetzt auch nicht, ihr müsst jetzt Black Ops 4 zocken, weil das Spiel Basta ist oder Modern Warfare Multiplayer oder Warzone oder ja das neue COD müsst ihr auch nicht zwingen, wenn ihr keinen Bock habt. Spielt einfach auf das, was ihr Bock habt. Spielt halt, keine Ahnung, es gibt tolle Autospiele, da hätte ich auch Bock, muss ich sagen. Ich habe früher auf der PlayStation 3 auch viel, glaube Need for Speed oder so gespielt, da hätte ich auch Bock auf, ich glaube Crew oder so heißt auch ein Autospiel. Ich weiß nicht, das feiere ich eigentlich schon. Ich feiere auch Autos generell. In Real Life und so weiter. Oder zurzeit habe ich halt richtig Bock auf FIFA. Ich zocke FIFA gerade. Ich zocke einfach auf das Game, was ich Spaß habe. Ich zocke ja FIFA privat. Und ja, für euch mache ich eigentlich so gesehen den Black Ops 4 und Cold War Conan weiter. Black Ops 4 habe ich aber trotzdem auch noch Spaß, natürlich die Videos zu machen. Bei Cold War, sonst würde ich die auch gar nicht mehr machen, wenn ich keinen Spaß mehr hätte. Ich weiß, dass das Video sehr lang geht. Sorry auf jeden Fall dafür. Jetzt, glaube ich, sind wir zum Ende gekommen. Ja, lasst ein Like und ein Abo da, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo auch bei Haptic da, wenn ihr wirklich, muss ich sagen, stabilen Content haben wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.